aus? Alma. Naja, egal. Ich habe Neuigkeiten, das kannst du dann gleich an Alma weitergeben. Ah, da bin ich jetzt aber doch gespannt. Wie du weißt, hat Alma die ganze Redaktion unter Wasser gesetzt, als sie ein Schlauchbootrennen veranstalten wollte. Und leider sind die Renovierungsarbeiten so langsam, dass ihr in eine andere Redaktion wechseln müsst. Ihr fangt nächste Woche an, ich werde mitkommen. Kannst du das einmal ausrichten? Ja, klar, mache ich. Alles klar, bis dann. 2 Stunden später. Was geht ab? Ach, gut, dass du kommst. Dank deiner dusseligen Aktion werden wir in eine andere Redaktion versetzt. Ich meine, für mich ist das gut, ne? Endlich lerne ich was Neues. Aber du? Oh mein Gott! Und was ist, wenn es eine Aufnahmeprüfung gibt? Wieso sollte es eine Aufnahmeprüfung geben? Doch, doch, das spüre ich ganz genau. Hier nämlich in meiner Niere. Meine Ruhe. Ja, Alma, du könntest recht haben. Es könnte wirklich eine Aufnahmeprüfung geben. Du solltest dich unbedingt gut vorbereiten. Was? Ich habe recht? Aber was soll ich vorbereiten? So viele Themen. Panik! Gute Frage. Ich würde sicherheitshalber mal alles üben, dann bist du auf der sicheren Seite. Okay, das packe ich. Erstens, Gleichgewicht. Zweitens, Fremdsprachen. Genko. Genko. Drittens, kulinarisches Verständnis. Viertens, Kunst und Kultur. Fünftens, Sicherheit. Guck sie nicht rein.